Was los? YouTube! Was ist denn hier los? Falsches Gesicht. Ich bin der Chris. Moin. Ich bin gerade auf dem Weg zum guten Chagobert. Und den werde ich heute begleiten zu CrossFit Heidekreis, zum guten Valentin, dem sogenannten Snatch-Flüsterer. Ihr kennt ihn. Der gute Alex ist beim Dirk eingeladen, mehr oder weniger. Der ist in Dallas. Und man muss wohl ein bisschen arbeiten, ne? Deshalb müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Aber in gewohnter Manier bin ich hinter der Kamera und versuche 19.05 schön einzufangen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich mit dem alten Mann. Was? Was los? Was los? Was los? YouTube. CrossFit Heidekreis. Heute ohne Alexander. Der liebe Alex ist abberufen worden. Wo ist er eigentlich? In Dallas, ne? Er ist in Dallas, muss arbeiten. Schläft jetzt wahrscheinlich gerade, hat mir aber versprochen, dass er das Workout da auch macht. Wenn es was gibt, worauf er keinen Bock hat, sind das Chest-to-Bar und vor allem Thrusters. Also ein Video mit ihm wäre eigentlich viel, viel witziger als mit mir. Aber jetzt gehen wir erstmal rein. CrossFit Heidekreis, der gute alte Valentin. Und ich bin richtig aufgeregt. Mal gucken, was das heute wird. Das ist letztes Workout, dann sind die Open endlich durch, dann wird es wieder entspannter. Alex ist. Ich bin ja heute alleine, nur mit dem guten Chris, der die geilsten Bilder macht. Ich kacke mir aber gleich in die Hose, ich bin wirklich aufgeregt. Deswegen seht mir das nach, dass heute ein bisschen weniger gesabbelt wird. Ich mache mich alibi-mäßig ein bisschen warm. Ja, viel Spaß bei den Bildern. Chris macht ja schon mal Spaß. Alex, Digga, kannst du nicht jedes Mal alleine durch 17.5 schicken. Erst macht er einen auf Muskelriss, 19.5, ne? Erst macht er auf Muskelriss und jetzt muss er angeblich nach Dallas, der Urlauber. 20.5 wäre schön, wenn du dabei wärst.
Also, erstmal vorweg, CrossFit Heidekreis. Ich habe ja letztes Jahr, bestimmt schon mal erzählt, nicht? Kennt ihr das direkt nach dem Workout? Nur so, das nennt sich auch der Oliver Kahn-Effekt. Ist man immer ein bisschen euphorisch-aggressiv. Eher euphorisch als aggressiv und kann nicht aufhören zu reden. Geht schon wieder los. Aber ich bin zufrieden und werde es, glaube ich, nicht nochmal machen. Jetzt 10:40 auf der Uhr. Der Plan ging auf. Also, ich habe die Thrusters immer in 3 Sätzen aufgeteilt, mich genau daran gehalten. Das waren auch eigentlich spätestens ab der 2. Runde echt Punktlandung. Und habe immer 5 Feste wahr gemacht und manchmal habe ich 6. Dann für den Kopf, dann weiß ich, ich muss am nächsten nur 4. Bin so schlau. Ansonsten bin ich happy, richtig happy. Also, ich war jetzt vor der Scheiße hier, war ich glaube 38 weltweit. Und das wird dadurch nicht schlechter geworden sein. Also, ja, Mann. Weil ich kann das genauso gut wie ich mit der Kamera. Filmt der schon, Alter? Ja, ich weiß nicht. Will er jetzt was hören? Oder muss ich jetzt. Ja? Alle Jahre wiederkommen wir also hier zu den guten Walli. Letztes Jahr mit Thrusters und Chesso war. Dieses Jahr mit Thrusters und Chesso. Alles gut? Ja, ich bin immer vom Puls her ungefähr genau auf gleicher Ebene. Also nach so einem Tag bin ich immer gut abgerockt. Lief geil. Heute war echt, wir sind zwar immer nicht so viele, aber dafür sind wir, glaube ich, umso härter. Und das macht auch unsere Box so ein bisschen aus. Und ich hoffe, dass Schage natürlich immer wiederkommt. Oder ja, nur für Thrusters und Chesso. Ja, genau. Nur für Thrusters. Oder anders, wenn Herr CrossFit hört, ich fahre zum Heidekreis, dann weiß er, ja gut, okay, dann hau ich dir ein paar. Nächstes Jahr übrigens geht's los mit 67 Thrusters und so weiter und abwärts. Ja. An dieser Stelle ganz kurz, das Beste, die sind hier so top ausgerüstet, wie so für einen kleinen Mann wie Schage eine kleine Antifurzkissen-Sitzerhöhung. Ja, war fett. Ich finde es immer wieder geil, hier zu sein. Immer wieder, was für ein krasses Interview, ne? Immer wieder geil beim Heidekreis. Da habe ich ja quasi, ja, habe ich nicht angefangen, aber der Valentin hat ja irgendwann mal, die meisten wissen es glaube ich gar nicht, ne? Hier in Berlin angeschnackt. Ja. Und meinte, Mensch, Digga, dein Weightlifting ist ja ganz schön traurig. Wollen wir nicht mal was machen? Das doch mal, genau. Das genau. Und, ist ja, glaube ich, der erste professionelle, so ein bisschen Competition-Plan, glaube ich. Genau. Und man muss sogar sagen, den ersten fittesten 40, nee, deinen ersten Master-Titel hast du, glaube ich, auch noch unter dem Plan. Und dann bist du, glaube ich, zu Lenny gegangen. Genau. Was ja auch absolut Sinn ergeben hat. Ja, genau. Genau. Ja, dann ging es aber da fing ich quasi an mit überhaupt einem individuellen Plan. Vorher habe ich genau. Trainings irgendwas gemacht. Bin ja nicht so ein Freund von, ich mag es ja individuell. Auch wenn es leider heißt, dass es jedes Mal wehtut. Auch gut. Frau und Kind warten zu Hause. Ich glaube, ein Hitzchen noch, ne? Ja, wir machen genau einen letzten Heat. Und auch ein Anfängerkurs ist quasi gleich auch parallel geschaltet, dass die schon mal gleich so ein bisschen sehen, wo die Reise hinführen könnte. Aber alles auf einer entspannten Art und Weise. Einfach nur ein bisschen mal zeigen. Also alle die, ich werde hier ja nicht alle erreichen können. Also alle die gerade hier in der Box sind und das Video auch gerade gucken, Props gehen nochmal raus an Lasse, den einen Sohn von, dessen Namen ich leider vergessen habe. Liebe Grüße Lasse und liebe Grüße an alle, die heute hier waren und Krach gemacht haben. Das ist immer wieder geil, dass das irgendwer einfach so Krach macht, weil irgendeinem sich freut, wenn es gut läuft, ohne Angst zu haben, dass ich einen Gürtel um mich werfe. Fett, ich glaube, ich mache weiter. Das ist geil. Und Alex, du verpasst immer das Beste. Selbst schon. Dallas. Er braucht schon Dallas. So, wir müssen nach Hause. Kameramann Alex, der ist ja auch schon wieder zu groß. Achso, scheiße. Ah, ja. Das ist nett. Ja, bitte. Ich stehe schon auf 10. Dann hol dir doch deine Black Roll sonst. Ja, die habe ich vergessen.
Ach ja. Schöne ja. Grüße, ne? Nach einem Amiland drin. Ja, Alex, wie war es bei dir eigentlich? Ja. Hast du auch gemacht? Das blenden wir jetzt ein. Jetzt ein. Wir sind jetzt hier in Soltau. Ich lasse den lieben Chris. Nee, Quatsch. Maschen. Maschen. Ja, am Kreuz. Wir kommen aus Soltau, ne? Wir kommen aus Soltau. Ja, Maschen am Kreuz. Ja. Ich lasse den lieben Chris jetzt wieder raus. Der hat jetzt Wochenende. Ja. Oh, und jetzt. Ich bin platt. Sauna haben wir eben schon gesagt. Ja, wir haben gerade schon gesagt, Sauna. Sauna wär nice. Ja. Gucken, ob wir es hinkriegen. Ja. Nicht unbedingt zusammen. Muss nicht. Ja. Was soll das? Wir haben doch gesagt. Ja, wir haben. Ja. Alex, sieh mal zu, dass du wieder herkommst. Ja. Der will nicht das, was du willst. Immer. Genau. Nee, ab nach Hause, das nächste Video dann wieder mit Alex zusammen. Ich weiß gar nicht, was da anliegt. Ja, vielleicht ja die Quali? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt rutsche ich langsam aus dem Bild. Na, egal. So. Sorry, ich bin das Vlog-Game noch nicht gewöhnt. Hast du, Das war echt schwer. Ja. Hast du den Abschlusssatz von Alex parat? Eieiei. Okay, ich übe, ich versuche. Und wenn nicht, dann schneide ich einfach immer. Ja, Liken, teilen. Abonnieren, screenshotten, ausdrucken, an den Kühlschrank hängen, Herzchen aufmalen, Mama und Papa Bescheid sagen. Alle CrossFit-Hipster of Doom abonnieren. Kein Mensch braucht Alex. Kein Mensch braucht Alex, tatsächlich so. Dies, das. Ja, ich hab's. Ich komm mal so hin. Ananas! So. Nice. Krass. Gar nicht drüber nachgedacht. Das ist so, schon so, weil ich selber gucke. Oder? Wie. So wie die Musik. So bei